Unter meinem letzten Video habt ihr mich gefragt, wie ich meinen UV-Nagellack nur auffülle, anstatt ihn komplett neu zu machen. Und hier ist die Antwort. Ich starte immer mit dem Fräser, den unteren Teil meines Nagels anzurauen, um dann mit dem Buffer über den gesamten Nagel drüber zu gehen. Letztendlich raue ich also den gesamten Nagel an, vor allem aber den unteren Teil. Und da komme ich mit meiner normalen Nagelfeile immer noch am besten hin und kann nochmal die Nagelform auch anpassen. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das Ganze sauber machen und nochmal mit einem Cleaner drüber gehen. Ich habe jetzt gelernt, kein Nagellackentferner mit Öl, sondern lieber einen Cleaner nehmen. Kaufe ich mir noch. Und dann gehe ich mit der Proteinbase von Neonail in Nutrosé nur an die Stelle, die aufgefüllt werden muss. Also man kann hier ganz gut sehen, dass ich das so richtig reindrücke oder massiere, wie auch immer man das nennen möchte, nur in quasi den Spalt zwischen der Nagelhaut und dem bestehenden Nagellack, um diese Lücke quasi aufzufüllen. Und wenn ich das geschafft habe, dann verblende ich den Nagellack sozusagen leicht nach oben, gehe aber nicht über den ganzen Nagel. Wenn mir irgendwas daneben gegangen ist, nehme ich ein Rosenholzstäbchen und verbessere das Ganze noch, bevor ich unter die UV-Lampe gehe. Und dann lasse ich das Ganze für 30 bis 60 Sekunden aushärten. Den ganzen Vorgang wiederhole ich dann noch ein zweites Mal und gehe hier nochmal schön an die untere Stelle des Nagels und verblende das nach oben. Nachdem das Ganze unter der UV-Lampe ausgehärtet ist, nehme ich einen Buffer oder eine Feile und feile da nochmal schön drüber, damit das Ganze ebenmäßiger ist und keine Wölbungen oder Huppel zurückbleiben. Und nachdem ich dann alles entfernt habe, kommt die allerletzte Schicht und damit auch die Versiegelung, entweder mit einer Base oder auch mit einem durchsichtigen Nagellack, farbig, wie auch immer ihr das möchtet, um dann zu diesem super tollen Endergebnis zu kommen.